Hey Freunde, hier ist wieder der Ben und ich heiße euch recht herzlich willkommen auf Karlchen Knack. In der heutigen Folge wird Kuno entführt. Viel Spaß. So. Okay Leute, ihr seid frei. Ihr könnt von Glück reden, dass wir euch wegen Renovierungsarbeiten jetzt vorzeitig entlassen. Was für ein Glück. Und tauscht doch gefälligst mal die morschen Gitterstäbe aus. Ey, die brauchen wir für den nächsten Ausbruch. In Ordnung, ich hoffe, ihr könnt wenigstens mal eine Weile lang die Finger stillhalten. Nach dem nächsten Krummding landet ihr im Hochsicherheitstrakt, damit ihr das wisst. Oh, jetzt haben wir aber Angst. So weit lassen wir es gar nicht kommen. Achtung, Achtung, Tor öffnet. Los, schneller, schneller. Na los jetzt, Mann. Hey, perfektes Timing, Leute. Hey, Herr Präsident, sag mal, was machst du denn hier? Genau, ich dachte, wir treffen uns im Hauptquartier. Ach, wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber warum denn, Boss? Was ist denn bitte schön so eilig? Na, der nächste Raub natürlich. Wir müssen uns ganz schön ranhalten. So, nun haltet euch fest. Wir rauben die Pantidus Citibank aus. Was sagt ihr dazu? Schon wieder? Wir waren doch im Gefängnis, weil wir sie gerade ausgeraubt haben. Ja, genau. Da kommen die uns doch gleich auf die Spur, oder? Ich glaube ja nicht. Warum solltet ihr nochmal dieselbe Bank überfallen, wo ihr gerade verhaftet worden seid? So doof ist doch keiner. Ja, stimmt, hat er recht. Ja, klingt logisch. Natürlich hab ich recht, ich bin schließlich euer Boss. So, Jungs, einsteigen, wir müssen uns beeilen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ja, gut, Boss. Dann los, bevor uns jemand in die Quere kommt. Brumm. Das macht Spaß, Markus. Ja, nicht wahr? Kinder. Was ist denn los, Fräulein Blüte? Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben. Der Kita-Tag geht leider langsam zu Ende. Und ihr solltet euch schon mal langsam fertig machen, damit eure Eltern euch gleich abholen können. In Ordnung, Fräulein Blüte. Machen wir. Oh Mann, da ist der Tag schon fast vorbei. Du, Kuno, hast du Lust, mein neues Rennauto mit mir zu Hause auszuprobieren? Dann können wir richtige Rennen fahren. Tut mir leid, Markus, das geht heute nicht. Oh, schade, warum denn nicht? Mein Papa holt mich heute ab und er will mit mir einen Ausflug machen. Er müsste jeden Moment kommen. Kuno, ich bin da. Kuno, wo bist du denn? Papi, da bist du endlich. Na, mein Junge, bist du bereit für einen Ausflug mit Papi? Oh ja, sagst du mir auch endlich, wo es hingeht und wofür ist diese Tasche? Und was machen wir eigentlich? Ist es gefährlich? Komm schon, sag schon. Immer mit der Ruhe, Kuno. Hol am besten mal Luft zwischen den Fragen. Keine Sorge, ich habe schon den perfekten Ort. Du musst nur warten. Ah, Zeit für mein Feierabend. Dann schließen wir einfach mal ab. Und nun ab nach Hause. Alles nach Plan, Kuno. Oh ja, Papi, schlagen wir jetzt zu? Ganz genau, Kleiner. Und nun folge mir leise und unauffällig. In Ordnung, Papi. Warte auf mich. So, leise. Kuno, wo bleibst du denn? Ja, ich komm schon, Papi. Ich bin da. Sehr gut. Knacken wir jetzt die Tür, Papi? Normalerweise würden wir das jetzt schon machen, aber seit meinem letzten Einbruch haben sie die doppelt gut gesichert. Das würde jetzt zu lange dauern. Und deswegen kommt jetzt meine Ausrüstungstasche zum Einsatz. So, wo ist denn... Ah, da haben wir's hier. Das reißfeste Seil. Na dann, Kuno, zeig mir, was du drauf hast. Ich soll das machen, Papi. Na gut, hau ruck. Super Arbeit, dann schauen wir doch mal, ob's sicher ist. Alles klar, Kuno, dann nach dir. Oh ja, komm schon, Papi, wo bleibst du denn? Ich bin gleich hinter dir. So, da ist die Bank. Hallo, schnappen wir uns das Gold. Los, Papi, komm schon. Oben, geschafft. Und was machen wir nun? Ich lass mich gleich am Seil runter und du wartest hier oben, bis es sicher ist. Hast du verstanden? Jawohl, Papi. So, langsam. Stopp. Laser. Kuno, Jon sind Laser. Schwing dein Papi mal zum Sicherungskasten, okay? Okay, Papi. Zwei. Drei. Bleib mich dran. Und noch ein wenig. Ja. Hat das funktioniert? Kuno, es hat geklappt. Du kannst runterkommen. Bin schon da. Super, dann kommen wir gleich zum Safe. So, da wären wir. Na dann, Kuno, zeig mal dein Papi, was du alles gelernt hast. Aber mit Vergnügen. So, hier ist ein wenig drehen. Und
kann hier auch doch mal ein bisschen... Ah, das war's. Sehr gute Arbeit, Kuno. Ich bin tief beeindruckt. Dankeschön, Papi. Schnappen wir uns jetzt das Gold? Aber klar. Okay, Kuno, das Safe ist leer. Da wird es ja Zeit für uns nach Hause zu gehen. Ich denke ja nicht, Garchen. Oh je, das klingt nicht gut. Ab hier übernehmen wir. Ich gebe dir eine Chance, Garchen. Gib uns die Beute und wir lassen euch beide gehen. Niemals. Nein, das ist unsere Beute. Oder was sagt ihr dazu, Leute? Dieses Gold haben Papi und ich uns geklaut. Es gehört also uns. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer die Beute kriegen soll und wer nicht. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass dieser doofe, komische El Aldente sich sein Gold selbst besorgen soll, dann gebt mal alle einen Daumen nach oben und teilt das Video ganz fleißig. Und wenn wir genug Abos kriegen, dann werden wir ihn bestimmt los. Vielen Dank dafür. Du kriegst unser Gold nicht. Tja, du hattest die Chance. Dann muss ich wohl das hier einsetzen. Oh je, das sieht ja aus wie... Rauchbomben! Ja, ganz genau. Los, Leute, schnappt euch die Beute. Jawohl, Boss. Papi, wo bist du? Ich sehe nix. Oh, zum Glück, der Rauch verzieht sich endlich. Immerhin ist El Presidente weg. Nicht wahr, Kuno? Kuno? Oh nein, er ist weg. Carla wird mich umbringen. Zum Glück, da werde ich raus. Habt ihr die Beute? Ah, so werde ich das Gold. Hey, wo ist mein Papi? Das ist doch der kleine von Karlchen. Hm, Moment mal, ich habe gerade einen genialen Plan. Los, Leute, bringt ihn in unser Geheimversteck. In Ordnung, Boss. Machen wir. Oh nein! Oh, das ist ja interessant. Hallo, Carla. Ich bin wieder da. Hey, Karlchen. Schon wieder da? Das ist aber früh. Sonst braucht ihr doch immer ein ganzes Stück länger. Und wo ist denn die Beute? Und Kuno? Karlchen, wo hast du meinen süßen Kuno gelassen? Ja, also die Sache ist die... Er ist weg. Wie bitte? Er ist weg? Was soll das heißen, Karlchen? Ist der etwa wieder weggelaufen? Nein, 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 so ist es diesmal nicht. El Präsident ist beim Bankraub in die Quere gekommen. Und ehe ich mich versah, war Kuno weg. Oh, Karlchen. Oh, mein armer, süßer Kuno, wo ist er denn nur? Ich schwöre, Carla, ich habe überall nach ihm gesucht, aber leider nichts gefunden. Dann such noch mal, Karlchen, er kann ja nicht verschwunden sein. Oh, Telefon. Hallo, hier bei den Knacks. Hallo, Karlchen. Ich glaube, du bist auf der Suche nach etwas. Oder nach jemandem. Hilfe, Papi. Was, Kuno? Warum ist er bei dir? Na, ich habe ihn mir einfach geschnappt, Karlchen, und dachte mir, das wäre die perfekte Möglichkeit. Oh, du gemeine Halunke, was willst du? Na, dein Knackgeheimnis natürlich. Also, wenn du deinen Jungen wiederhaben willst, dann komm zum Geheimversteck. Wo es ist, weißt du ja wahrscheinlich. Karlchen, was ist denn los? Es ist El Presidente, hat Kuno. Was? Oh nein, das ist ja furchtbar. Wenn wir Kuno wiederhaben wollen, dann muss ich ja zu seinem Geheimversteck und ihm von meinem Knackgeheimnis erzählen. Aber Karlchen, wir können da doch nicht einfach so hingehen. Wir brauchen einen Plan. So, jetzt müssen wir nur noch auf Karlchen warten. Mein Papi wird niemals auf dich reinfallen. Oh, ich glaube doch. Keine Sorge, Kuno. Papi rettet dich. Ah, Karlchen, wie schön, dass du endlich vorbeikommst. Papi! Der Präsident, lass sofort meinen Sohn gehen, sonst wirst du das bitter büßen. Ach, Karlchen, ich dachte, du hast beim letzten Mal daraus gelernt. Ich habe immer einen Plan B. Du hast es nicht anders gewollt. Was? Oh, nicht schon wieder. So was ist nun, Karlchen, drückst du mit dem Knackgeheimnis freiwillig raus. Ansonsten haben wir noch andere Möglichkeiten. Papi! Lass Kuno gefälligst aus dem Spiel, ja? Und außerdem bist du nicht der Einzige mit einem Plan. Wo ist meine Familie? Was, deine Frau? Willst du mich veralbern? Ah, du solltest dich lieber nicht mit meiner Mama anlegen. Kuno, da bist du ja. Keine Sorge, Mama holt dich da raus. Leute, schnappt sie euch. Ja, in Ordnung. Na, oh, ich warne euch. Dies ist meine neueste Handtasche und ich habe keine Angst, sie einzusetzen. So, das waren die ersten zwei. Und nun zu dir, Präsidentin. Oh, nein. Aus diesem Grund, Kuno, legt man sich nicht mit deiner Mami an. Mami ist ganz schön drauf. So, überlegt euch beim nächsten Mal dreimal, ob ihr euch mit der Familie Knack anlegt. So, Kuno. Juhu, ich bin frei. Und jetzt zu dir, Karlchen.
Oh, danke, Mausebein. Das war echt grandiose Arbeit. Schatz, bleibt nur die Frage, was wir jetzt mit denen hier machen. Keine Sorge, Karlchen, ich habe da schon die richtige Idee. So, da sind wir. Dann wollen wir mal die Ganoven hier abgeben. Was ist hier los? Ich habe den Porsche von El Presidente gehört. Oh, Toni, super, dass du da bist. Zu dir wollten wir auch. Karlchen, was machst du denn mit El Presidentes Porsche? Hast du wieder irgendwas angestellt? Wo denkst du denn hin, Toni? Ich war ganz artig. Wer es glaubt, Karlchen? Na los, spuck schon aus. Wenn du mal artig bist, dann hänge ich meine Mütze an den Nagel. Na gut, ich gestehe. El Presidente ist mir beim kleinen Raub dazwischen gekommen. Es kam was dazwischen, er hatte Kuno entführt, wir haben das Problem jetzt gelöst. Und warte, wir haben dir auch was mitgebracht. Tada! Drei Täter. Oh, Karlchen, na warte, wenn ich dich in die Finger kriege. Oh, wen haben wir denn da? El Presidente, Johnny und Micha. Na, für euch haben wir bestimmt noch die eine oder andere Zelle frei. Mensch, Karlchen, das war gute Arbeit. Wie können wir uns denn dafür bedanken? Indem du mir den Porsche überlässt. Bis später, Toni. Hey, Karlchen! Ach, der wird sich niemals ändern. Und nun zu euch. Ah, oh, das wird Karlchen büßen. Nein! Tja, Leute, wer nicht hören will, der wohl länger sitzen will. Aber was habt ihr doch für ein Glück, dass die Zelle frisch renoviert ist. Mit Gitterstäben und allem drum und dran. Und auf Kindesentführung steht sage und schreibe 10 Jahre. Oder? Was sagt ihr? Ist das eine gerechte Strafe? Wie viel sollt ihr eurer Meinung nach kriegen? 20? 30? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich bin schon gespannt auf eure Antworten. Und wenn ich dazwischen komme, lassen wir El Presidente auch so lange sitzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und teilt das Video mit Freunden und Familie. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt hier oben links einfach auf das Logo und schon verpasst ihr kein Video mehr. Weitere Folgen aus Pandido City findet ihr hier rechts im Bild. Also, draufklicken, anschauen, Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.